habe Ihre Weltkugel chemisch analytisch untersucht. Dabei ist herausgekommen, dass wir Metalle gefunden haben, Schwermetalle. Vor allem Quecksilber war zu finden. Ist giftig. Ist giftig, ist problematisch und eigentlich in modernen Farbstoffen nicht mehr zulässig. Zudem ist das PVC mit einem Weichmacher versetzt. Diese Phthalate sind seit langen Jahren als gefährliche toxische Substanzen bekannt. Sie wandern aus dem Material im Laufe der Zeit aus, werden dann in der Biosphäre angereichert. Man findet sie in der gesamten Umwelt als belastende Stoffe wieder, werden in der Nahrungskette aufgenommen und können dort zu gesundheitlichen Schäden führen. Zudem haben wir gefunden ausgasende Kohlenwasserstoffe, also leichtflüchtige Substanzen, die reizend wirken auf Atemorgane. Das ist vielleicht auch der leicht scharfe Geruch, den man wahrnehmen kann, als krebserregend eingestuft und sind eigentlich unzulässig. Das heißt, der Planet ist ziemlich giftig? Der Planet ist eigentlich als minderwertig und giftig einzustufen. Was machen wir mit dem Planeten? Ja, dieser Planet sollte in dieser Form eigentlich gar nicht am Markt sein. Das heißt, bei diesem Planeten wird immer Schadstoff austreten? Wird immer austreten, solange bis dieser Erdball porös wird, wenn alle Weichmacher weg sind. Und dann? Dann zerbröckelt er. Dann ist er spröde und zerbröckelt.